Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Joshua, heute wieder mit der Schrott oder Hot Folge. Heute habe ich hier Get Out, wo ich ja auch schon mein Steelbook vorgestellt habe. Und ja, das Steelbook werde ich verkaufen und werde jetzt das Mediabook behalten. Das 4K Mediabook habe ich dann hier. Von Burning Blood war das. Genau, und wir machen es mal auf. Es hat dann natürlich schönere Motive gegeben. Da war ich aber dann leider wieder zu spät dran. Deswegen habe ich die Standard-Kino-Variante mit damals geholt. So. Weg. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen es uns gleich mal an. Ne? So, und dann schauen wir es uns mal an. Das ist natürlich bekannt vom Kino-Plakat. Genau, matt gehalten. Alles. Get Out. Und die Rückseite recht unspektakulär. Hier mit der meine Limitierungsnummer. Genau. Dann schauen wir mal rein. Dann haben wir hier schon mal die 4K. Und dann schauen wir gleich mal nach hinten. Dann haben wir hier die Blu-ray. Ja, ziemlich einfallslos, schon bald gestaltet der Hintergrund. Jetzt schauen wir mal innen rein. Sehr einfach gehalten, die Seiten sind doch ein bisschen dicker, also wie die meisten Mediabook-Seiten von den meisten Herstellern. Ja, man muss sagen, es ist sehr unspektakulär. Sehr unspektakulär, das Mediabook. Deswegen gebe ich dem Mediabook leider nur 5 von 10 Punkte. Ist leider jetzt nichts Besonderes. Wirklich nichts Besonderes. Und damit gehen wir zurück in die andere Perspektive. Ja, ein bisschen zurück. Leider nichts Besonderes, das Mediabook. Die anderen überzeugen durch ihre Außenansicht, Cover und Spotlack und wie auch immer. Bei dem Buchanteil ist jetzt nicht der Wahnsinn. Man kann es lassen, auch der Hintergrund weiß mit einer Schrift ist nichts Besonderes. Ich habe nicht zwar als 4K, aber hätte ich das vielleicht vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht die normale 4K Emery geholt. Ja. War leider ein Griff ins Klo, kann man schon fast sagen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Edition findet und wie ihr den Film findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ne? Macht's gut, haut rein, servus.